Bob, you can see here sitting on the right hand side, and Raphael on the left hand side. The deck referee will be, let me catch up. The deck referee will be Manfred, also from Germany, yes. And we hope to see here also one more nice match. We remember the game of Helvetia against Duisburg. They started quite well, even with just 9 players. They made a really good defense work. Of course, they lost. Duisburg is a very strong team, but they made a very good job in destroying the score opportunities. And now here, Vienna in ball positioning. Now here, yeah, passing through. And they're starting to getting hard now. So, the Swiss team here in white, already in the defense position. Let's see what they can do. Vienna, some of these players, as you can say the majority or a lot of players here playing, they're already also part from the Austrian female national team. So there's a lot of experience in the water so far. It's the national champion as well. So, but so far, first minute played, no clear chance. Vienna's playing in the corner. And the Zurich team is here, very clear, defending the position. Everything is nice here. So, it's just, but I think it's just a matter of time till the Swiss team cannot keep the basket proper. It's very hard and very tough, just with 9 players, to keep the position, to stay underwater, to fight against your brief. So far they're doing a quite well job. They received the ball, tried to get through the midfield, but Vienna immediately caught the ball. Now he has a first very nice attack from number 22. Ah, very hard attack. And another one. So Vienna tries to attack from above. Number 22 so far, very significant here. Had 2 good opportunities now. It's Magdalena Würzel. Here the captain with the number 37. Denise Schmutz is in positioning, waiting for the ball, but it's not coming down. And on the other hand, the Swiss team here with Anna at the basket are doing quite well. Defense job. There was no clear chance. We've played 2.5 minutes so far. The question is the game time. 2 times, 10 minutes. Oh no, there's an empty net. Can she bring it? Ah, oh, this was a pity. Unbelievable. This was a really good chance now. But the Zurich girls did a very well job to stop her, not swimming. Through by her. Ah, oh, this was a pity. This could be the lead goal for Vienna if she would have enough power, enough speed, not to be caught by the opponent players, but very well done by the Swiss team here to stop her swimming through the or towards the empty net, empty goal. It was very great. So far, we see a very good defense against a ball dominating Vienna team. Of course, Vienna is trying, waiting for the spot here. For the opportunity, they're playing around, they don't have pressure, it's time, a lot of time still here. 6:40 in the first half and another 10 minutes in the second. It will be very hard for Swiss, they are just arrived here with 9 players, to keep that pressure, to stay so close under the basket. But at least we also remember that in Switzerland, in Zurich, the pool is very, very deep. So when they are practicing, when they are training, they have this in a 5-meter deep pool. 5 meter, what is 20 meters? So they are quite familiar with staying underwater, playing, changing. Oh, there's a good chance. There it is. Who is it? Number 18 here now with the best opportunity so far. Unbelievable, she didn't score. It's Sabrina Scheuer here with the best chance so far. So Vienna is getting even more and more closer to the score, to the first goal of the of this game. So we had already 2 good opportunities with the 1-7 here is now.
Denise Schmutz, the captain, passed the ball through on the other side. Here now 95. What is Elbas Bilim? And there's the score, the goal. Who was it? I've not seen the number, but great. Well done. So the first goal was made. I could not see the number. I unfortunately don't know who this player is, but this was very well made, and we had a lot of three waves now attacking the Swiss goal, and then in the third wave there was a free spot. She really and really motivated attacked the goalkeeper and jumped put the ball in. So nice one here for Vienna. For Zurich it was quite hard here. Now 5 minutes, they were just under pressure. They defended the goal, they worked very hard, and now let's see what they can do now. So we see here another one. It's number 50, probably 52. Teresa Vihan here attacked the goal, jumped through to 21. Magdalena Würzel, the ball is dropping down. Anna from Zurich is just laying on the basket, watching it. So they made probably the arrangement that is focusing on defending the basket and not leaving the basket too early. Here's a nice attack now. 52 was it? It was Teresa. And finally, no score here. Very close. Anna from Swiss now is here defending very hard. She's doing a good job with her legs, but they're passing the ball through. This was a nice gameplay. It was probably two Austrian players. She had the free spot in front of her face, but she decided to pass the ball to the other Vienna player. She was in a bit better position, and she made a very clear goal. So this was very, very well done. This is team play. And she didn't score by herself. She wanted to make really sure that this ball gets in. So she passed it through because she was attacked. This is a 2-0 lead so far. And it's a timeout taken probably by the Swiss team, but very, very nice so far. So Thorsten, they left you alone, all alone here with the microphone. That's a dangerous thing to do. Was scared, not stopping talking. Did anybody feed Thorsten? No, he's talking, he's not eating. Listen, what's here in the live chat? Maybe we have here some comments with you guys. So we have some supporter, Libby, of course, is supporting her team. And we see here Maximiliano Rapp, who's also supporting together with Libby. There's a question from Genesis Julian. You can see the game schedule. We are so far currently really in time, so we are not hanging around the times. It's just not very significant. You can check the game schedule. You can find this also on the official Champions Cup homepage. There you can find the mid-European time, at least the German time, and of course, when you're sitting in the USA, you need to, you need to adapt to your local local time. But really, just check the game schedule. We are really in time with organizing team. The referees, the teams are doing a very nice job. We have, as you see, just a 3-minute break between the games. And even, oh, there's the first chance. Anna was it. Anna from Swiss here. She received the goal and she tried to score. What was very, very nice. She's a lot of briefing. You can see how long she stays underwater and is attacking the Vienna player. It was maybe you can say half of a chance. She got the ball, but she could not really bring a lot of power towards the goalkeeper. So let's count it as half of a chance. But at least it's very nice to see that this 9 Swiss player here are able to get towards the opponent goal. And Thorsten, you can also, wir können auch ein bisschen Deutsch sprechen. Ja, wir natürlich. Haben zwei deutschsprachige Mannschaften hier im Wasser, die Schweiz und Österreich. Und ich muss dazu sagen, die Schweiz hat relativ spät sich beworben hier am Champions Cup. Und es war so nicht so ganz sicher, ob sie da noch reinkommen. Aber hat sich gelohnt, glaube ich, weil es ist jedes Spiel hier für jede Mannschaft eine ziemlich wichtige Erfahrung. Und Wien macht hier ein gutes Spiel, aber natürlich lernen die Schweizer hier jetzt was und natürlich ist es eine gute Erfahrung für die Spieler, auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft in Graz. Also es ist definitiv so, ich habe auch mit den Schweizern gesprochen, natürlich ist es natürlich auch ein Projekt gewesen, hier mit 9 Mädels herzufahren. Man muss aber natürlich irgendwann einmal anfangen, wenn man eine Damenmannschaft aufbauen will, ja, vor allem in genau. der Schweiz. Irgendwo muss der Anfang sein. Hier sehen wir jetzt eine Schweizer Mannschaft bestehend aus 9 Spielern, die ja unfassbar motiviert auf einmal angreift, die 2-0 hinten liegt, eigentlich eine komplette Halbzeit über
nur an die Wand gedrückt wurde und plötzlich ganz anders in die zweite Hälfte kommt hier. Wir haben eigentlich nur noch Ende der ersten Hälfte spielt. Wir haben noch 1 Minute 40 und plötzlich greift die Mannschaft an, als wenn die hier mit 15 Leuten dastehen würden. Diese Pässe, diese Aktion. Das ist auch die erste krasse Torschuss gewesen jetzt wirklich. Also nach der halben Chance von Anna, das jetzt tatsächlich, ich habe es nicht gesehen, wer es war, aber eine unfassbar tolle Passkombination, Penalty. Und es ist sogar, ist es ein Penalty? Oh jawohl. Das ist tatsächlich jetzt die Situation gewesen. Diese Torschance, die wir gerade gesehen haben, vor diesem Pass, der quasi vom Zentrum auf die geschlossene Seite, quasi die Rückseite vom Korb gepasst wurde. Dieser Angriff, der war super schön ausgeführt. Der wurde wohl von der Torhüterin mit der Schulter im Korb verhindert. Das hat man auch so ein bisschen angedeutet gesehen, dass sie nicht ganz horizontal, sondern ein bisschen schräg auf dem Korb lag. Das Resultat ist jetzt hier, dass Bob, das ist der Referee auf der geschlossenen Seite, wir haben noch Seite, nicht so viele Strafschüsse gegeben. Genau. Und wir haben jetzt quasi eine 1-1-Situation. Wow, schön verwandelt von der Schweizer Spielerin. Wow. Klasse, das war natürlich jetzt eine super tolle Aktion. That was a really nice es war die Kapitänin mate. Selbst. Es wird wahrscheinlich, war es jetzt Büchler Simone? Ich bin mir nicht ganz sicher, es war eine... Very, very cool and very confident went into and it fast. And just pushed the goalkeeper as much up as she needed to put the ball right behind her shoulder. It was very nice, well done, without much fighting or anything, very, very concentrated, very focused. Nice. Nice. Thorsten, your voice is so yep. sexy, I have to listen to you. I cannot speak. No problem. We have a question here from Jochen Schottmüller who's asking about if there's a female league in Switzerland. Not as far as I know. So far, there are just really 9 girls who are in Zurich. They've decided if they want to join the male team or if they're really bringing their own team in, because a couple of these girls have in the past played with the male squad. And as we mentioned before, Switzerland, they want to develop. They want to, one project is they want to create a junior team. The second is they want to create a female team. And of course, you need to start. And what they're doing right now is they start with 9 players here at the Champions Cup. That's what they do. Now we have half time. So 2 minutes left. The game has become quite close now because it's 2-1. So we have seen 3 goals in the first half and the first goal of the Helvetia team. And we know 10 minutes left, you can turn the game around. That's and I think as far as here I've seen the Austrian team owned the first half, but nevertheless you can turn this game around, and if they get another penalty for them or if they score within the game, they are equalized, so everything is open now. I always remember the Swiss female team at the Firenze Cup after a game where they were totally destroyed and they lost, I think, 20-0, and they had a team talk afterwards, and I was passing by and the coach was telling them, well, this was really nothing, we didn't do anything and it was really bad, and one of the players then said, well, it was not so bad. We had the beautiful moments in the game. And I loved it so much. It stayed in my head because it was from the heart. It was like, but we played on the water rugby. We lost 0-1, but nevertheless we enjoyed the game. I love that. Also wir sehen hier tatsächlich zwei deutschsprachige Mannschaften, die natürlich, also beide Mannschaften haben keine große Geschichte, was Damen unter Wasser Rugby angeht. Ich erinnere mich daran an 2013, als ich in Budapest gelebt und studiert habe. Damals hat Jan Kindermann, ein Spieler aus Krefeld, der in Wien wohnt, quasi eine Nationalmannschaft Damen so aus dem Boden gestampft. Er hat gesagt, ey Mädels, kommt alle mal nach, auf der Schmelz in Wien. Hat gesagt, kommt alle mal her und wir machen quasi ein Demospiel. Und aus diesem Spiel damals auch, das waren glaube ich irgendwie aus ganz Österreich 12 Mädels überhaupt irgendwie zusammengekratzt, ein Spiel, und daraus entstand die Damen-Nationalmannschaft. Ähnliches versucht die Schweiz jetzt natürlich auch. Hat einfach mal gesagt, komm, wir haben 9 Mädels, lasst uns mal irgendwas zusammen machen. Man sieht hier eigentlich, dass es gar nicht so schlecht aussieht, also mit 9 Mädels hier, zumindest den Anschlusstreffer gemacht. Man möge sich jetzt mal vorstellen, die wären jetzt zu 12 hier. Also bisher haben die das sehr toll verteidigt. Wir sehen jetzt hier wieder Wien. Und wir sprechen auch wirklich hier bei Wien von der wirklichen Wiener Mannschaft. Also man darf das jetzt nicht verwechseln mit der österreichischen Damen-Nationalmannschaft. Wiener, das ist ja auch sehr sportlich genommen, sich hier als Damen quasi in der
österreichischen Liga qualifiziert und sich dann auch dazu entschieden, hier wirklich nur mit Wiener Spielerinnen auch anzutreten. Also hier wirklich tatsächlich zwei Local Clubs, die hier gegeneinander spielen. Und das auch so schön für uns als Zuschauer. Ich glaube, das ist auch das erste wirklich sehr, sehr knappe Spiel des heutigen Tages. Bisher hatten wir doch schon sehr eindeutige Ergebnisse. Hier tatsächlich jetzt ein Spiel, das jetzt, ja, jetzt von der Torgewalt her nicht ganz so dominant ist, aber trotzdem sehr, sehr gute Techniken hier zeigt. Also die Tore fallen hier nicht aufs Leere. Auch bei den Schweizerinnen, die tatsächlich wirklich mit neun Spielerinnen hier kaum Lücken auf dem Tor zulassen. Da gehört sehr, sehr viel Disziplin, sehr viel Ausdauer dazu. Ein Vorteil ist natürlich auch, dass die Österreicherinnen es selten schaffen, wirklich eine zweite oder eine dritte Welle aufzubauen. Also die ersten beiden Tore sind ja gefallen, wirklich in der zweiten Welle. Den ersten Angriff können die Schweizerinnen recht gut abwehren. Da sind sie dann immer auch da, liegen ja auch immer rechtzeitig unten. Spannend wird es halt dann, wenn eben jetzt wie hier auch ein Angriff kommt, der Tor hochgezogen wird. Jetzt muss halt der Ball nach unten, eine zweite Angriffswelle muss kommen. Und dann entstehen auch noch die Lücken beim Gegner, wie jetzt hier, wo der Gegner auftaucht. Plötzlich, dass die zweite Angriffswelle, schon ist Platz da. Und das ist natürlich, da muss Wien ein bisschen taktischer noch spielen vielleicht, um hier wirklich die Entscheidung frühzeitig zu machen. Die Schweiz hier aber, sehr, sehr schön am Verteidigen natürlich im Moment, aber konzentriert sich hier natürlich auch auf den Korb. Hier sehen wir den Torwart ein bisschen unkonventionell, aber es ist... Aber es reicht eben nicht. Aktuell der Stand reicht nicht für die Schweiz. Sie müssen raus. Exakt. Weil wenn sie jetzt gut verteidigen, haben sie trotzdem das Problem, dass sie im Endeffekt das Spiel verlieren werden. Die müssen jetzt was riskieren und rausgehen. Die müssen den Ball schnappen und sich nach vorne durchkämpfen. Weil das kann jetzt so 8 Minuten weitergehen und genau. Das Spiel ist rum. Die Frage ist natürlich, und das ist, würde ich mir jetzt als Spieler oder als Trainer natürlich auch die Frage stellen, wann investiere ich dann die Energie, um nach vorne zu gehen? Weil eins ist natürlich auch klar, beim 3-1 ist das Spiel wahrscheinlich verloren. Hier auch. Unfassbar offensiv auch verteidigt, natürlich auch der Luft geschuldet. Also die Spielerinnen, man merkt, ziehen immer mehr nach oben, haben einfach auch nicht diese Wechselpartner, diese Erholung auf der Bank so sehr, wie sie zum Beispiel Wien auf der anderen Seite hat. Und so ist natürlich immer der Drang, nach oben zu kommen, den Ball mit an die Wasseroberfläche auch nehmen zu wollen. Also man kann der Schweiz da gar keinen Vorwurf machen. Nee, gar nicht. Aber die Entscheidung ist natürlich immer, wenn die Zeit tickt. Richtig. Und wir haben bisher noch nicht gesehen, dass sie halt so viele Chancen hatten, außer dem Strafstoß. Ja. Und sie müssen was machen, weil sonst das Spiel verloren haben sie so oder so, wenn sie jetzt nichts mehr hinkriegen. Aber wir haben eigentlich die Strategie aus der ersten Halbzeit. Am Anfang hinten dicht halten, sich aufs Verteidigen konzentrieren. Die letzten halt 2 Minuten, wenn man es tatsächlich schafft, in die gegnerische Hälfte zu kommen, viel in den Angriff zu investieren, hat sich ja eigentlich schon ausbezahlt. Also die Frage ist natürlich dann auch immer, wenn ich jetzt schon alles nach vorne schmeiß und ich es halt nicht pack, was ist denn dann, wenn ich hinten kriege? Weil wenn du in der letzten Minute das 3-1 frisst, ja, dann hast du was riskiert. Riskierst es jetzt aber in der 6. Minute, dann ist eigentlich 6 Minuten vor Ende des Spiels schon rum. Das stimmt, aber es ist halt, sie brauchen mehrere Chancen, weil wir sehen ja, sie kommen gerade nicht zu, sie kommen gerade nicht raus. Und wahrscheinlich ist die nächste Chance, die sie haben, aufs österreichische Tor zu gehen, die einzige, die sie in diesem Spiel noch haben werden. Definitiv, davon müssen wir natürlich, also ich glaube aber auch, dass jetzt zum Beispiel wie hier mit den Passkombinationen, das eigentlich sehr gut läuft. Also die Spielerinnen nehmen halt immer erst einen Spieler der Gegner, also die Schweizerin immer eine österreichische Spielerin aus dem Spiel und passen dann ab. Und sorgen halt dafür, dass es immer zu einer 1-1-Situation kommt. Also sie nehmen die 1-1-Situation an, nehmen den Gegner aus dem Spiel, spielen den Ball an ihm vorbei, tauchen halt auch auf. So erzeugen sie nie eine Überzahl, aber haben auch nie eine Unterzahl-Situation unter Wasser dann und kommen so eigentlich ganz gut weg. Da muss einfach Österreich auch mal ein bisschen cleverer spielen und halt auch unten sich halt nicht so hochziehen lassen. Also jetzt hier zum Beispiel, klasse Aktion. Oh, da hebt sich jemand am Korb, glaube ich. Das war eigentlich auch eine sehr fragliche Situation. Ich weiß nicht, ob da... Ich habe da auf jeden Fall eine Hand am Ring gesehen, ob das jetzt orientieren oder festhalten war. Ja, da war der Strafwurf, da sehen wir es. Also der Referee erstmal Vorteil laufen lassen, um einfach zu gucken, ob hier Österreich das Tor macht. Einfach aus dem Vorteil heraus. Die Chance wurde dann genau hier verhindert. Und hier sehen wir Bob, der so angezeigt hat, das Halten am Korb, also richtig interpretiert. Ja, also wir sehen jetzt hier wieder eine 1-1-Situation, aber jetzt auf der anderen Seite. Eine Schweizer Spielerin muss jetzt quasi das Tor verteidigen und eine Spielerin aus Wien hat 45 Sekunden Zeit, jetzt hier quasi das Tor zu erzielen. Das ist natürlich auch tough, ne? Also wenn ich schon 9 Minuten
quasi in Unterzahl, also ohne Wechsler, schon durchspiele und dann jetzt hier eine Situation habe, wo ich mich 45 Sekunden durchballern muss. Ja, das ist hart, das tut total weh. Ja. Also da muss man natürlich auch sagen, da wird die Spielerin wahrscheinlich, also wenn sie klug ist, über die Zeit gehen. Wir sehen jetzt hier der erste Angriff. Ja, sehen wir. Die Nummer 22 liegt auf dem Korb, das ist Ellen Reift. Und so, man merkt auch schon, sie will nach oben. Jetzt kommt sie knapp an den Ball ran, sie hat kaum mehr Luft, versucht irgendwie hochzuziehen. Ja, sie schafft das sogar noch, unfassbar, muss aber jetzt loslassen, wahrscheinlich, weil sie keine Luft mehr hat. Ja, Ball ist runter. Jetzt muss sie Luft holen, runter. Jetzt nochmal runtertauchen. Gibt der Referee das Foul. Bleib auf dem Korb, bitte. Komm. Bleib auf dem Korb, klasse machst du das. Very done. Und runter, nochmal runter, komm. I think it's over. It's over. Yes. But that was incredible. Well done by the Swiss player. This was very, very well done by the Swiss player. Because like Thorsten said, they are playing with 9 players. And all these players are exhausted to the limit. And doing a penalty then and be the defender. So she did a very good job. And you could see she's out of air. So it was her last chance to get the ball free. So very well done. Yeah. It was the best thing she could do. And the only opportunity she had, at least. Trying to get at the ball, she not even got proper at the ball, so she pushed the attacker a bit up, and of course the attacker still wanted to attack. Maybe it would be the better decision here for the attacker to go on back to the surface, because she was already out of breath and she would have come to the surface too, so she would have a bit advantage and diving back down and just throwing the ball into the empty goal. But she did not, she wanted to take the competition, taking the challenge, so still here. Switzerland with Zurich still in the game. We have a 2-1 score so far, so very well done by the 9 Swiss players. So, but let's see how it's going on, because still here, to be honest, Vienna still put pressure on the basket. There was no clear goals or chance so far from Zurich, they're very good in defending, but so far they've not even had a chance to equalize. And of course, as Wolfgang mentioned already, there are 2 minutes left. They need another goal to equalize here. They're very good in defending, but at the moment, with this result, Vienna will be the winner. Now we see here a goalie. A Vienna player has stolen the basket. Fortunately here, Swift with Anna now here in ball positioning, passing the ball down. So the gameplay, the ball handling of Zurich is very nice. Helvetia, they're doing this very great. So they don't have a lot of people underwater, but these people underwater, they stay and they handle the ball very, very well. You see these long passes, the strong physical play. There's the first opportunity now, and maybe we have to. We don't have a lot of time left here, so Zurich needs to bring more effort in the attacking right now. So we have here. Wir haben immer noch jetzt eine tolle Aktion, now eine Doppelaktion. Jetzt müssen sie rein, jetzt müssen sie mit allem reingehen. Sie wir müssen schmeißen oben bleiben. Alles nach vorne. Das this war gerade nochmal ein a big chance. A good opportunity for Zurich here with two against one. You know, they should have thrown everything, even everything the two defender, because like this was the best chance they had in the whole game, and they could have gone out with but they had two, a goalkeeper and a defender up on the surface protecting their basket, and in this moment with 45 seconds left, you throw everything in and go for the goal. That's it. That's because they can only lose. Yeah, they've lost already, so they should have put a lot more in the offense, because this was... Nevertheless, this was a very nice played and managed game. Very, very structured and very clever played game by the Zurich team so far. We have 9-8 seconds left. I assume this will be the end result. The score will be 2-1 because it's just 3-2-1. So the game is over. Great game of both teams. We have Vienna here winning the neighborhood match against the Zurich Helvetia team. And very nice effort, very nice...